Morgen. So, Freunde, endlich geht's weiter. Ich wollte eigentlich jetzt ein Special draus machen. Aber das hat soweit funktioniert und dann doch wieder nicht. Und also das Intro, eigentlich sollte jetzt so Nachrichtensender, ich mit Schlips und Kragen im Bild, ne? Das hat auch alles soweit funktioniert. Dann wollte ich dann draußen aufnehmen, also Aufnahme machen. Hat dann aber nicht funktioniert, weil wir hatten Schnee. Ja. Es war kalt, Schnee, dunkel. Das Licht war auch nicht so gut. Und hat leider nicht funktioniert. Nun gut, dann machen wir jetzt eine normale Folge draus. Was wollte ich jetzt machen? Wir müssen jetzt erstmal zum Händler. Dazu nehmen wir unser Haus und Hof. PKW. So, wir müssen jetzt aber erst noch, weil wir müssen ja heute die Bergung vorbereiten, weil der ist vorbereitet, ist er schon soweit. Vom Händler bekommen wir einen Radlader zur Verfügung gestellt, Leihgabe. Dass wir den Schlepper wieder auffrischen können. Dazu brauchen wir mal den Quaderballen. Okay, irgendwie passt der jetzt nicht so ganz drin. Oh, nee. Das ist, gut. Ah, dann müssen wir mit dem fahren. Das passt mir jetzt gerade gar nicht. Wir brauchen jetzt erstmal den Fendt. Der hängt noch am Flug, der ist fertig mit Flügen. Und mit dem müssen wir zum Händler. Also hatte ich mir so viel Arbeit gemacht. Dann, bis ich dann meinen Hintergrund hatte für das Nachrichtenstudio. Die ersten haben mir nicht gefallen, dann habe ich was Passendes gefunden. Dann hatte ich mir meinen alten Anzug aus dem Schrank gekramt. Ne? Hab den angezogen obenrum. Unten Jeanshose, oben halt eben Schlips und Kragen, ey. Hat geil ausgesehen. Ja, und dann war das Wetter draußen, hat jetzt am Wochenende nicht so mitgespielt. Das war jetzt. So, können wir hier stehen bleiben. Der ist fertig. Ich muss die Schläuche abmachen. Abhängen. Können wir nämlich gerade hier stehen lassen. Der hat mir den auch schon so weit aufgeladen, den Radlader auf dem Tieflader. Den müssen wir jetzt eigentlich schon noch abholen. Und dann müssen wir gucken, dass wir das heute alles wieder auf die Füße stellen können. Da liegt auch die Abschleppstange für später. Oh, wir dann den. Oh. Müssen wir aber nochmal ein bisschen nachjustieren. Das hat er jetzt aber. So nach dem Motto: Hauptsache drauf und gut ist, oder wie? Ach, das ist alles. Ah, warum? Warum gehen jetzt die Schläuche nicht?
Ey, die Schläuche müssen dran. Wieso gehen die denn jetzt nicht? Ah. Ich wollte schon sagen. War. Das müssen wir nochmal einmachen. Steht hier auch schief drauf. Ja, der ist futsch neu. Läuft hier als Vorführer bei dem in der Werkstatt hier. Kann man sich mieten. Und wir haben jetzt das als erstes bekommen, ne, weil wir den Unfall hatten. Um einigermaßen wieder den Kram auf die Füße stellen zu können. So. Einmal darum. Polizei und Feuerwehr ist auch schon vor Ort. Ah, der hebt den da hinten rum. Aha, das ist das Problem. Gut. Dann starten wir mal. So, wir müssen ein Stück zurück. Warum die Räder sich jetzt drehen am Radler, weiß ich auch nicht, weil das ist original Radlader aus dem Spiel. Der Tieflader ist auch original aus dem Spiel und. Naja. Halten wir es mal ab. Liegt die Abschubstange im Weg? Zeile. Weil wir müssen ja auch näher den Lanzen mal irgendwie in die Werkstatt bekommen. Oh. Boah, aber gerade so, du. Aber gerade so. Ich glaube, der rutscht schon so runter. Ja. Ja, original scheint's. Also, keine Ahnung. Komm, das bringt nichts. Das ist aber auch ein Rotz hier, ey. Komm. Er bleibt nicht auf dem Tieflader. Gut, dann machen wir es anders. Komm, dann fahren wir per Achse. Machen wir uns hier eine Fahrt. Dann nehmen wir auch gleich den Heuball mit. Ja, der Großradler ist hier für die schmalen Feldwege nicht so gut. Weil ich brauche ja irgendwie vorne einen Puffer auf der Gabel. Deswegen ist der Heuball angedacht.
dass ich den Lanz beim Aufstellen nicht so stark beschädige. Also wenn ich jetzt mit einer blanken Gabel daran gehe. Deswegen nehmen wir den jetzt mit. Weil das funktioniert, wie ich das vorhab. Ja, das klappt schon mal. Genau, dann hier rechts und dann sind wir am richtigen Weg, jawohl. Ja, vorne stehen sie schon. Polizei, Feuerwehr, THW, Waldstätten und Feuerwehr, Waldstätten. Danke für den schnellen Einsatz. Die waren sehr schnell da. Gut, kann man glaube ich nur aus dem Nachbarort. So, dann müssen wir gucken, dass wir das hier irgendwie. Fahren wir da mal ein bisschen gerade ran. Warum ist denn da alles die Kodierung überlastet, ey? Was will denn von mir? So, dann mal gucken, dass wir den irgendwie erstmal abhängen. Oh! Das ging ja besser als ich dachte, ey. Cool, haben wir uns die Arbeit schon mal gespart. So. Jetzt rück ich mal nicht am Dach. Ja, das klappt nicht. Das klappt nicht, da muss ich doch mit der Gabel drunter. Ich muss den hier vorne. Hier ist jetzt der Luftkessel. Gut, den kann man zur Not austauschen, das ist kein Problem. Ganz zart. Was ist das? Ja, aber ziemlich schräg stellen, dass wir nicht noch die Lichtmaschine zerdrücken. Ja, komm. Jo! Geil! Steht! Perfekt. Kessel ganz. Naja, ein paar Schrammen. Lackschäden, aber. Ist schon ein stabiler Schlepper, ey, der Latz. Also, da muss man schon sagen, ey. So wie der uns das letzte Mal hier reingehämmert ist. Ach, er steht wieder, was ein Glück. Gut. Er springt noch an, aber trotzdem müssen wir ihn jetzt erstmal abschleppen in die Werkstatt. So, und dann kann der wieder zurück. Nehmen wir gerade mal den Heuball mit. Genau. So.
Na, das ja funktioniert. Ne? Danke nochmal an THW und Feuerwehr Waldstätten. Ich glaube, Waldstätten war's. Weil ich das sage. Waldstätten, jawohl. Top. Sehr schnell am Einsatzort. Polizei gleich gesperrt. Perfekt. Ah, bin ich froh, dass das jetzt geklappt hat. Wir jetzt noch weiter arbeiten. So, dann kann man Radler da, können wir dann gleich wieder zum Händler. Das war schon jetzt offline. Und Tiefflotter wieder zurück. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge sehen, wie wir den abschleppen. Am besten gleich in die Werkstatt. Weil wir haben jetzt eh keine Zeit noch für irgendwas nachzugucken. Ich habe immer noch keinen Platz gefunden. Wo setzen wir dann die Heuballen hin? Hier kommt der Stroh. Ja, da muss die Palette weg. Da könnten wir hier Heu reinsetzen. Oder wir setzen. Ja, wir könnten auch hier eine Seite vollsetzen. Frage. Naja, muss ich mal überlegen. Auf jeden Fall muss jetzt erstmal die Palette hier weg und dann mal gucken. Vielleicht stellen wir auch da den Drescher. Ja. Das ist ein bisschen zu groß, ja. Na, mal gucken. Geht schon irgendwie weiter. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, erlaubt. Tschüss.